Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die drei besten Akkubohrhammer. Das High-End-Produkt in unserem Akkubohrhammer-Test geht an den Einhell Heroku. Vier Funktionen vereint der Akkubohrhammer Heroku in einem praktischen Gerät: Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit und ohne Fixierung. 2,2 Joule reinste Schlagkraft überträgt der Heroku auf das eingespannte Werkzeug. Mehr Power und eine längere Laufzeit bietet der bürstenlose Motor. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Kohlebürstenmotor widersteht er dem mechanischen Verschleiß. Durch das pneumatische Schlagwerk lässt sich in hartes Material wie Beton bohren, mit der fein dosierbaren Drehzahlelektronik lässt sich dennoch materialgerecht arbeiten. Das LED-Licht sorgt für einen optimalen Blick auf den Arbeitsbereich. Ausgerüstet ist der Heroku mit einer universalen SDS-Plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik. Der robuste Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall ist stufenlos einstellbar. Schwierige Arbeiten gelingen dank dem schwingungsgedämpften Handgriff und sorgen für eine ruhige Hand beim Bohren und Meißeln. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Bosch Uniomax. Die Z-Version enthält lange Schrauberbits für verschiedene Materialien. Das Werkzeug ist für Schrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser in Holz geeignet. Das mitgelieferte Bohrfutter kann für Zubehör mit zylindrischem Schaft verwendet werden. Schneller Zubehörwechsel ohne Schlüssel dank SDS-Quick-System. Für verschiedene Aufgaben einsetzbar: Bohren, Schlagbohren und Schrauben. Bequem und einfach zu bedienen dank des weichen Griffs. Der Preis-Leistungssieger in dem Akkubohrhammer-Test ist der Makita HR140 DSAE. Der HR140 DSAE 1 ist zum Bohren und Hammerbohren geeignet. Mit seiner kompakten Bauform ist er ein leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Bohrleistung. Die Drehzahleinstellung ist über den Elektronikschalter möglich, zudem kann zwischen Rechts- und Linkslauf gewechselt werden. Er ist mit einer Ausrastkopplung ausgestattet, zusätzlich ist ein Funktionsumschalter im vor Stößen geschützten Gehäusebereich integriert. Durch den leichtgängigen Schiebeschalter lässt sich die Bohrtiefe bequem einstellen. Für eine angenehme Anwendung ist die Gehäusekonstruktion auf einen vibrationsarmen Betrieb ausgelegt, zudem ist eine leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion verbaut. Der HR140 DSAE wird von einem 12-Volt Max-Akku angetrieben. Hier können Akkus mit 1,5, 2,0 und 4,0 Amperestunden genutzt werden. Umso höher die Amperestunden, desto länger ist der Akkubohrhammer mit einer Akkuladung nutzbar. Zudem sind auch 10,8 Volt Akkus mit den 12 Volt Max Maschinen kompatibel und können problemlos eingesetzt werden. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.